Als Assassin's Creed Origins erschien, hat Ubisoft vor allen Dingen das Kampfsystem überarbeitet. Anstatt einfach nur auf eure Gegner zu reagieren und sie reihenweise mit Kontern in Sekundenschnelle auszuschalten, waren die Auseinandersetzungen deutlich anspruchsvoller. Das kam bei den Fans gut an. Für Assassin's Creed Odyssey übernimmt Ubisoft Quebec die grundsätzlichen Gameplay-Mechaniken, gibt dem Ganzen aber einen ganz eigenen Touch. Beim Kampfsystem haben wir auf das aufgebaut, was bereits vorher existierte, und es dann mit neuen Fähigkeiten erweitert, die das Spiel durchaus verändern. Sie erlauben es euch, euren Spielstil noch besser anzupassen, egal ob ihr jetzt eher einen Krieger-, Jäger- oder Assassinen-Typus bevorzugt. Im antiken Griechenland angelegt, bietet sich das Szenario mit dem Krieg der Spartaner gegen die Athener natürlich geradezu für deftige Scharmützel an. Damit jeder Spieler sich auch ausgiebig austoben kann, stehen 6 Waffentypen zur Auswahl. Von Schwertern und Speeren, schweren Klingen und stumpfen Waffen bis hin zu Dolchen und Stäben bietet Assassin's Creed Odyssey eine große Auswahl. Dafür gibt es nur noch einen Bogentypen statt, wie im Vorgänger, 2. Doch keine Panik, dank den verschiedenen Fähigkeiten könnt ihr die Fernkampfwaffe trotzdem auf verschiedenste Art einsetzen. Um ein paar Beispiele zu nennen. Spielt ihr einen Assassinen, verfügt ihr über etwas, das sich Critical Assassinate nennt. Dabei könnt ihr Adrenalin einsetzen, um somit beim heimlichen Angriff noch mehr Schaden zu verursachen. Falls ihr also auf einen Captain oder irgendjemand anderes trefft, der eigentlich vom Level her noch zu hoch für euch ist und den ihr normalerweise nicht auf diese Art erledigen könnt, hilft diese Fähigkeit dabei, es potenziell doch zu schaffen. Überhaupt, 30 Fähigkeiten unterteilt in die 3 Sparten Assassin, Warrior und Hunter lassen sich mit der Zeit freischalten. Wem das zu wenig ist, dem sei gesagt, dass jede Fertigkeit 3 Level besitzt. Das führt allerdings auch dazu, dass ihr während eures Abenteuers nicht alles erlernen könnt, sondern ihr euch spezialisieren müsst. Auch lassen sich die besonderen Fähigkeiten nur dann ausführen, wenn ihr genügend Adrenalin besitzt. Natürlich füllt sich die Anzeige, wenn ihr Gegnern ordentlich eins auf die Rübe gibt. Für den persönlichen Touch dürft ihr bis zu 8 Fertigkeiten der Schnellauswahl zuordnen. Das nötige Adrenalin müsst ihr aber zunächst auffüllen, was ihr durch normale Attacken, Paraden, gelungene Ausweichmanöver und dergleichen erzielt. Ihr müsst quasi entscheiden, ob ihr euch bei den Kämpfen Zeit lasst, um nicht getroffen zu werden und das Adrenalin wieder zu verlieren, oder ihr mit Waffen wie Dolchen ein paar sehr schnelle Angriffe landet, damit sich die Leiste füllt. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ihr könnt es auch mit schweren Attacken versuchen, bei denen sich der Balken zwar langsam erfüllt, die aber dafür von Haus aus schon mehr Schaden verursachen. Es liegt also an den Spielern, wie sie den Kampf angehen wollen und sich ihr Adrenalin zu Nutzen machen. Den Entwicklern von Ubisoft Quebec war es wichtig, dass ihr euch immer wie ein Held fühlt, wenn ihr in die Schlacht zieht. Während die Fertigkeiten auf der ersten Stufe noch relativ simpel ausfallen, erinnert ihr auf Stufe 3 schon fast einem Halbgott. Im Kontext eines Videospiels und der griechischen Mythologie passt das auch ganz gut. Und selbst wenn ihr mit eurer Auswahl an Fähigkeiten mal nicht zufrieden sein solltet, dürft ihr die Zusammenstellung jederzeit rückgängig machen und eure Punkte neu verteilen. Es gibt eine Menge an neuen, euch feindlich gesinnten Fraktionen, die jeweils auch eine ganze Reihe an neuen Angriffen im Gepäck haben. Diese hängen auch vom Level des NPCs ab. Das heißt, ein Gegner der Stufe 1 wird anders kämpfen als einer auf Stufe 50. Ein Kampf gegen einen hochstufigen NPC ist eine viel größere Herausforderung, da er ausweichen, kontern und die sogenannten modularen Kampfmanöver benutzen wird. Dabei handelt es sich um eine ganze Palette an möglichen Manövern, die wir für diesen Charakter entworfen haben und aus denen er dann selbstständig wählen kann. Daraus ergeben sich gewisse Archetypen, die euch alle auf ihre eigene Art vor Herausforderungen stellen. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn ihr die Stärken noch weiter ausbauen und spezialisieren wollt, solltet ihr auf die Engraving-Mechanik zurückgreifen. Damit dürft ihr jeder Waffe und jedem Rüstungsteil einen Bonus zuweisen. Geht dafür zum Schmied und sammelt die entsprechenden Ressourcen, um zum Beispiel den Dolchen mit einem Perk auszustatten, die schnellere Angriffe ermöglichen. Bei der Ausrüstung wollten wir den Spielern mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Während es bei Assassin's Creed Origins nur ein Outfit für den ganzen Körper gab, habt ihr nun 5 verschiedene Slots, die ihr individuell ausrüsten könnt. Also Kopf, Brust, Arme, Beine und Füße.
Zudem besitzen alle Gegenstände zufällig ausgewürfelte Perks. Falls ihr zum Beispiel ein Teil findet, das einen Bonus besitzt, den ihr sehr gut findet, könnt ihr damit zu einem Schmied gehen und sogenannte Engravings hinzufügen. Darunter verstehen wir einen zusätzlichen Bonus auf bestimmte Spielstile. Angenommen, ihr kämpft gerne mit Dolchen und habt einen Brustpanzer, der die Geschwindigkeit eurer Dolchangriffe erhöht. Vielleicht wollt ihr dann noch ein Engraving hinzufügen, das dafür sorgt, dass ihr zusätzlich schneller Adrenalin generiert. Wenn ihr den Brustpanzer tragt, macht ihr also zukünftig nicht nur mehr Schaden, sondern bekommt auch schneller Adrenalin. Es ist quasi ein doppelter Bonus für euren Spielstil. Solltet ihr während eines Kampfes mal in der Klemme stecken, könnt ihr rekrutierte Leutnants herbeirufen, die dann kurzerhand euer Schiff verlassen, um euch an Land tatkräftig zu unterstützen. Moment, Leutnants? Schiff? Wie Assassin's Creed Odyssey Seeschlachten handhabt, erfahrt ihr kommende Woche.